Hallöchen, ihr Banausen da draußen, damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde 2OPQ 5 mit dem lieben Anolik zusammen. Hallo. Moin Moin! So, was hat denn? Warum leuchtet denn mein Kaffee so grün? Der Kaffee leuchtet Ach grün. ne, das ist nur so ein Klingt nach einem Atomsekt Zeichen oder da so. drauf. Ne. Ne, einen Atomkaffee habe ich auch noch nicht. Nee, das habe ich auch noch nicht. Ich habe zwar mehrere Kraftwerke, aber das dann auch noch nicht. Ja. Wir schleifen so unsere Probleme durch das Let's Play hier irgendwie. Ja, Von aber es mangelndem ist bessert sich Personal. langsam. Bin zwar neu im Minus, aber das ging ja aufwärts. Kriege ich auf jeden Fall wieder mehr Bevölkerung. Sagen wir es so. Ja, ich habe gerade irgendwie enorm wenig. Ja, letztes Mal irgendwie so Anfang 1000, jetzt habe ich nur 961. Und schon wieder ein Rebellenangriff. Oh mein Gott, Leute. Was mache ich denn? Hunderttausend heulende Naja. Bedrohung durch Rebellen. Das kann sie ja wohl eigentlich auch nicht sein hier. Schlechte Gesundheitsversorgung. Ich habe so viele Ärzte, ich habe sogar Krankenhäuser. Im Vergleich zu vorher habe ich so viel nachgerüstet seit dem Umbau in der Stadt. Und irgendwie ist die Ärzteversorgung immer noch mangelhaft hier. Gucken. Ja. Ja, 100.000, 100.000, 100.000. Das ist noch im Bau. Okay. Geht der Bau bei vielen Sachen hier auch nicht so richtig voran. Merkwürdig. Ja, das ist richtig. Dadurch, dass so viele Jobs leer sind, hast halt ein Riesenproblem mit Ich den. bin so wütend. Und da kommt er bei mir in den Rebellenangriff. Präsidente, alle Militari. Ja. Tululu, wo habe ich denn meine Baubüros nochmal hier stehen gehabt? Da. Wir werden es euch zeigen. Okay. Irgendein Mastbetrieb ist bei mir einfach in Schutt und Asche, war wahrscheinlich die Rebellen. Ja, kannst du rausgehen. Lol, deine Panzerfahrzeuge, wie die hier runterfahren, die sind nicht direkt an die Map gebappt, sondern die fahren wie so ein Lineal irgendwie die Schräge runter. Okay. Also waren wir eben bei dem relativ mittigen Insel, das sah sehr ulkig aus. Die Grafik lässt offensichtlich nicht zu, dass die Schräge, dass die Fahrzeuge angepasst werden Was sind denn die Krüpplinge Wellen dann. Keine Hier Ahnung. oben bei Ah, deiner, wo da auch ist immer das einer. Plantage Aber ist, im Banana. Palast waren gerade auch welche. Vielleicht von der Palastwache schon erledigt.
Ja, so eine Farm bei mir platt. Keine Ahnung, was für eine. Banane. Ich gebe mein Leben, wenn es sein muss. Ach, Panzer, fährst du mal wieder vorbei? Natürlich fährst du mal wieder vorbei, ne? So, jetzt kommt meine Frachter, dass ich vielleicht mal wieder im Plus komme. Da ist auch was kaputt. Na, Freunde, müsst ihr eigentlich immer. Dadurch geht es euch ja schlecht, wenn ihr alles kaputt macht. Ja. Die beißen sich selbst im Rattenschwanz. Ist und man kein Geld hat in dem Moment. Ja. Ja, die beißen sich selbst im Rattenschwanz. Wir kämpfen auf den Straßen und am Strand gegen euch. Präsident, es ist... Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Viva el Presidente. Da wird einem richtig warm ums Herz hier, wa? Ist das eine dürre Periode, ist eine Hitzewelle hier eigentlich? Ja, ja. Nicht glauben, was gerade passiert ist. Natürlich. Weißt du, das geht ja auch gerade so gut. Ergebt euch und lebt. Jetzt kommt noch ein wütender Mops hier. Was ist denn los hier? Was haben wir damals schon angerichtet, oh Gott. Ja, irgendwas haben wir da gemacht. Muss ja. Oh, und schon wieder wütender Rebellenangriff hier bei mir. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch machen soll. Ich brauche definitiv viel mehr Nahrung. Nahrung. Was geht eigentlich? 50? Aber blöd ist, dass du nie siehst, wie viel du hast. Oder ich bin zu blöd, das zu finden. Boah, jetzt brennen doch noch Gebäude. Was ist denn da los, immer? Was ein Stress hier. Boah. Okay. Haben wir eben so wenig den nächsten Wachturm platt gemacht? Hier vorne offensichtlich Angriff! Auch. Oh mein Gott. Ich lebe und werde weiterkämpfen.
Viva el Presidente! Ist klar. Die Rebellen machen mit ihren Maschinengewehren Panzer platt. Sieg, Presidente, mit Hilfe meiner... Ich bin mal gespannt, ob ich den Typen einen Mob hier kill. Weil die haben jetzt schon, ich glaube, 3 oder 4 Gebäude bei mir platt gemacht. Okay. Und das sind 3, 6. Ich glaube noch 6. Das waren, glaube ich, jetzt gerade irgendwie 15 oder sowas Einheiten von denen. Das ist der nächste Gebäude platt. Ach ja. Ich glaube, das warten gleich. Okay. Ist ja nicht so doll der Start hier heute, wa? Für das Vaterland. Frauen stehen auf Männer in Uniform. Ja, die gehen jetzt gerade auf meinen Palast. 8, 11. Ich bin so wütend. Und noch ein Rebellenangriff, sauber. Jetzt geht rund bei mir. So, ja, meine Truppen sind quasi auf dem Weg. Ein paar kommen an, ja. Ein Soldat. Problem ist halt, dass das so viele Dienst. Sind. Ergebt euch und lebt. Ich gebe mein Leben, wenn es sein muss. Ich gebe mein Leben, wenn es sein muss. Mehr habt ihr nicht. Wir werden's euch. Mehr habt ihr nicht drauf? Der Krieg ist die Hölle. Frauen stehen auf Männer in Uniform. Boah, sind das viele bei mir. Er leckt mich am Arsch. Wow, alter Falter. Ja, genau. Das ist irgendwie so ein Aufstand ist das. Was fliegt denn die da oben links? Eine Kameradrohne oder was hast du da? Wo? Hä? Hier ist so ein Segelflieger irgendwie bei deinem Hafen. Ein Drachenflieger. Ah, ein Drachenflieger ist das. Touris oder wo kommt sowas her? Ja, ja. Das ist, wie heißt das Ding? Warte. Drachenflugclub. Okay. Boah, da sind immer noch so viele. Ey, was ist denn da los? Erwarte ihre Befehle. Ach komm, und jetzt schon wieder ein Rebellenangriff oder was?
Wir sterben wir davon überhaupt mal irgendwann welche. Und am Strand nicht, gegen euch. Viva el Presidente! Angriff! Von den Rebellen? Keine Ahnung. Ne, von denen da. Von bei mir im Palast. Erwarte ihre Befehle. Irgendwie sieht das nicht so aus, als ob dort weniger wären. Viva el Presidente! Viva el Presidente! Die Weltwirtschaft, die Illuminaten, schlechtes Wetter ja und viel Pech haben gemeinsam dafür gesorgt, dass sie verlassen haben. Bitte lassen Sie Ihren Bart und Ihren Hut auf dem Tisch okay liegen, bevor Sie gehen. Meine Herren, eh. Kriegen wir das vielleicht nochmal geladen? Ja, das kann ich ausprobieren. Irgendwie anders, ich weiß ja nicht. Ich habe nicht viel Geld, ich habe knapp so immer zwischen 50 und 90.000 hier gerade gehabt. Aber wenn ich dir 20.000, 30.000 überweise, hilft dir das irgendwie, dass du irgendwas bauen kannst mal? Ich weiß ja nicht, wodurch das kam. Achso. Ja. Müssen wir ausprobieren. Aus. Also bei mir bist du eingeladen, auf jeden Fall. Ja. Ich bin aber noch im Spiel drin. Warte mal, wie komme ich denn hier nochmal? Zack. Das ist wahrscheinlich erst ins Hauptmenü, da kommt wahrscheinlich die Einladung. Zack. Vielleicht hätte ich die Rebellen nicht verhaften sollen. Ja, habe ich gelesen. Das führt nur zu weiterer ziviler Unruhe. Ja, mal gucken. Weil dann den du verhaftest, der wird seine Familie quasi mit böse. Das ist wie so ein, weiß nicht, Domino-Effekt. Es zieht sich dann weiter und weiter und weiter. Am besten ist scheinbar bestechen, so wie ich es gesehen habe. Schon viel zu lange hat sich die ganze Welt... Wir müssen uns von fossilen Brennstoffen lossagen. 100.000 heulende... Diese Yankee-Emporkömmlinge gehen mir gehört. Gut, dass ich nicht darauf gewettet habe. Hmm.
Was wollen wir dann, oder? Ach, hast du unterbrochen? Ja. Ich nicht, meine läuft die ganze Zeit. Ach so, oh, warte, dann so mittendrin zurück, moin. Meine läuft die ganze Zeit weiter. Warte, ja. Ich dachte, nachdem du raus warst und das wir irgendwas rumtesten oder so, aber. Oh, okay. Ich mach jetzt einfach erstmal nix. Ich mache jetzt, lass jetzt erstmal, dass ich wieder ins Plus komme und dann mach ich weiter gucken. Was? Weil das heizt ja auch die Unruhe an. Ja. Nicht gerade wenig sogar. Es ist so heiß hier in Mexiko. So, ich habe jetzt so eine Art soziales Auffangprogramm gemacht mit, alle haben die Mindestunterstufe arm, sodass sie sich alle vielleicht in ein Häuschen leisten können, dass es vielleicht mal irgendwie Zufriedenheit hier im Lande hochpusht. Ich habe 3 Kraftwerke und die reichen nicht aus, um die Stromversorgung aufrechtzuerhalten. Lol, okay, die Dürre ist zeitlich vorher programmiert. Präsident, es ist... Die kleine Dürre.
Drei Gebäude brennen. Natürlich brennen drei Gebäude. Ihr kämpft! Hey! Der Krieg ist... Hey! Hey! Wie sieht meine Uniform aus? Da brennt's. Nein! Es brennt. Also ich hätte gerade knapp... Alter, geht das schnell runter hier, ey. Eben noch 44, jetzt noch 39.000. Also wenn du willst, 20 kann ich dir überweisen. Falls es dir irgendwie hilft. Ja, sicher. Mal gucken, wie ich das hier mache. Für das Vaterland. Ich lebe. Oh, der Krieg. Ach so, du kannst nur anfordern. Hab ich gerade. Anfrage durch genauso annehmen. Was bekommen? Ja, 10.000, ja. Wunderbar. So. Ach, jetzt hast du welche angefordert. Ja, lehn ab, Entschuldigung. Nee, jetzt habe ich zu spät, jetzt habe ich schon gedrückt. Dann lehne ich ab, einfach fertig, so. Sieg, Presidente! Ich warte jetzt so, irritiert durch dieses Menüumschwung, der dann da war. Joa. So, wollen wir die Folge dann mal beenden? Ja, okay, gut. Ich weiß nicht, wie lange die geht. Bei mir ist die Zeit auch nur jetzt 6 Minuten, aber okay. Bei mir ist sie schon fast eine halbe Stunde. Oh, okay. Dann würde ich sagen, Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken. Schaut auch beim Banausen vorbei. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle beim nächsten Mal wieder auf, ja, Tropico Problemo. Bis dann, macht's gut. Und Hummel, Hummel, was brauchst. Tschüss.